Willkommen zurück zu Cities Skylines 2. Ihr hängt ein bisschen, ihr ravieren ein bisschen näher ran. Hier sehen wir auch unsere Wasserverstopfung. Okay. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Nicht genügend, ach so, nicht genügend Kunden. Hohe Miete. Dann soll der hohe Mieter halt umziehen in das billigere Gebiet. Hier, da sind noch diese hohen Häuser, diese Billo-Häuser. Wartet auf Leichenwagen und hohe Miete, passt schon. Machen wir mal weiter. Okay. Kann ich inzwischen neues Land kaufen? Nee. Kann ich nicht. Verfügbare Punkte 0. Wir können aber mal schauen. So. Industriespezialisierung. Könnten wir Getreide auf die andere Seite basteln? So. Ich mache das jetzt so. Und obwohl, ja, passt schon. Weg damit. Der bekommt erstmal eine Straße. Ein Pause-Modus. Nicht, dass er weiterhin unzufrieden ist. Jetzt kann ich ja so einen Bleistift an der Straße hier anbinden, einfach. Okay, wahrscheinlich auf der Seite hier. Sehr schön. Jetzt hat er doch Straße, oder? Sehr schön. Ist er auch zufrieden. Dann machen wir mal den hier. Oder? Das ist auch dieses hier. So. Ups. Mal richtig bis zur Straße hochziehen. So. Dann kann ich den hier bis an die Straße ranziehen. Mach ich einfach mal hier in diesem gelben Umkreis. Wird schon passen. So. Oh, hängt. Gut. Vielleicht auf dieser Seite nochmal.
Ups. Einfach bis da so. Oh. So. Hey. So. Na gut. Sehr schön. Denn hier kann ich noch weiter nach hier so ziehen. So. Ich glaube, so kann es bleiben. Hat er jetzt auch hier einfach noch ein Gebäude hingebaut, so Lara oder sowas? Na gut, er hat ja hier auch. Dann kann ich auch leben. Immer noch so wenig Kunden oder was? Okay. Ich brauche mehr von mit dem geringer Dichte. So. Wie viel geringe Dichte brauche ich denn noch? Also, der kann weg. Zu viele Kreisverkehre möchte ich nämlich auch nicht haben. Die kommen doch auch ohne Kreisverkehr zurecht. Und hier auch. Nun gut. Nee. Nee, so. Sehr schön. Okay. Da kommt jetzt das hier einfach rein. So.
Ja. Nee. Okay, nee. Nee, nee, nee. Landschaftsbau. Ups. So, machen wir. Hä? Machen wir das mal so. Nun gut. So. Nee, nee, nee. Egal. Nee. Nee. Gibt's nicht sowas wie, na, wie heißt das? So smooth, dass die Kante hier schön wird. Bremsestärke noch ein bisschen. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get this. What kind of industry in the interesting? Ich möchte eigentlich nur Musik im Radio hier haben, mehr nicht. Okay, nee. Das muss ich noch mal abreißen. So. Oh. So Mist. Verkehrsunfall. Verkehrsunfall. Wartet auf Leichenwagen. Durchwetter zerstört. Das ist jetzt blöd. Verwaltung, Sozialamt, Polizei, Polizeiwache. Die setze ich mal hier so hin. Das habe ich. Müll. Sammelt und sortiert Müll zur Produktion wiederverwendbarer Materialien, die später weiterverkauft werden können.
Aber nicht jetzt. Ich könnte mal eine Schule gebrauchen. Nee. Die kann ich wunderbar hier hinstellen. Das ist doch perfekt. Mitten auf das kontaminierte Gebiet. Eine höhere Schule auch direkt. Oder? Grundschule, höhere Schule, College, Universität, Technische Universität, Medizinische Universität. Naja, erster sollte eigentlich Schule reichen. Gut. Die Höhenunterschiede des betroffenen Bereichs Hänge werden gleichmäßiger in dem Stadion aufgrund der. Ah ja. Das ist doch das, was ich gesucht habe. Pinselstärke machen wir doch höher. 100%. Und da muss ich mal ganz kurz was schauen. Optionen. Gameplay. Tag-Nacht kann aus. Er braucht schon Nacht. So. Gut. Was ist das? So. Na gut, passt schon so. Ach Mensch, auf der Seite auch. Egal. Ich kann aber mehr Kacheln kaufen. Hier. Da und da. Und da. Sehr schön. Ups. Ich glaube. Mach mal folgendes. Mittlere Straßen, große Straßen. Straßen? Straßendienst kann ich gebrauchen. Schnellstraßen, große Straßen möchte ich noch haben. Parkplätze sind auch gut. Dann noch Tiefgaragen und automatisiertes Parkhaus. Okay. Aber ich habe auch keine Punkte mehr. Erster Parkplätze. Überirdisches Parkhaus. Nee. Parkverfügbarkeit. Sehr großer. Wie groß wäre das Ding hier? Nee.
Ja, hier. Sehr großer Parkplatz. Dann nochmal hier ein großer Parkplatz hin. Die Leute freuen sich dann. So. Das reicht. Parkplätze sind hässlich. Verkehrsstau. Ich könnte doch jetzt erstmal hier umbauen. So. Du hast auch. Nun gut. Der will das nicht wahrhaben. Große Straßen. Achtspurige Straße mit Trennwand? Nee. Sechsspurige. Siebenspurige, achtspurige Straße mit Trennwand. Jetzt kann ich auch solche Brücken bauen. Sechsspurige Straße ersetzen. Das ist hier die Hauptstraße. Sollen ja auch alle hier ihre Gebäude neu bauen. So. Dann machen wir das mal so, 180. Hier 90. Wie weit hat das jetzt gemacht? Wie viel denn jetzt? Entscheide dich mal, ich bewege mich nicht. Doof oder was? Wird aber länger. Ach so, nee. So. Ach, wird schon passen. Ja, so ungefähr. So. Nein! Neuer Versuch. So. Weißt du was hier? Das kann weg. Ja, brauche ich nicht mehr. Das hier ein bisschen stellen. Nee. Möchte ich verlagern. Und zwar erstmal hier oben so hin. Hey,
driving advisory has been issued for the immediate area. So. Stromleitung nicht ver- Stromleitung? So. Ich benötige hier keine Stromleitung. So. Haben wir den Megakreisverkehr? So. Wird schon passen. In der Mitte machen wir einfach einen großen Kreisverkehr rein. So. Und so. Hallo 90, in der Route 91 ist auch gut. ja. So. Nein. Warum? Gut, unser mega gigantischer Kreisverkehr. Dann können wir später dieses Gebiet nochmal komplett umbauen. Nee, möchte ich einmal hier so ab. So. Einmal bis komplett zum Ende durch. Nee, mit der normalen geraden Straße. Hier einmal. Okay, nee. Nehmen wir auch mal die normale gerade Straße. So. Obwohl, die könnte ich mit sechsspurige Straße in eine Richtung nur. So. Ja, nee, nix Raster. Ersetzen. So. Kann ich das auch ändern? Nee.
Ach, weißt du was? Ändern wir wieder zurück. Ich dachte eigentlich, dass der Kreis auch nur in eine Richtung geht, aber bei so einer sechsspurigen Straße wird das schon passen. Genau. Kommt hier noch ein Kreisverkehr rein, oder? Obwohl, das muss nicht sein. Nee, du. Ich brauch mehr Straßen. So. Ersetzen. Oder? Ne, erstmal nicht. So. Nee, nee, nee. So, noch mal das hier. Nehmen wir die Kurve. So. Hier lassen wir noch ein bisschen Platz am Friedhof. So. Nee, will ich nicht. So. Nee. So, passt schon. Dann können wir gerade da drinnen machen irgendwie. Oder? Ach nee, gebogen ist schöner. So. Sehr schön. Und dann noch ein paar gerade so in der Mitte. Oder so. Kann man auch mal hier so machen. Sehr schön. Dasselbe kann ich eigentlich auch auf der anderen Seite machen, wenn es soweit ist. Erstmal können wir neue Industrie basteln. Hier oben. So. Ja. Was kann ich hier machen? Ach so. Nun gut.
Machen wir normale Industrie. Und klatschen die einfach hier oben so mit drauf. So. Dann hier noch so rum. Chemiewerk. Das ganze Leben ist Chemie. Und hier werden Chemikalien fürs Leben produziert. Sehr schön. Gut. Immer noch zu wenig Kunden, oder was? Warum brauche ich... Was ist das denn? Gemischte Wohngebäude. EU, ja. Mit Geschäftsflächen im Erdgeschoss und Wohnungen in den darüber liegenden Geschossen im europäischen Stil. Okay. Warum brauche ich so viel von... den kleinen Wohnungen. Ja, die können jetzt hier oben so hin. So. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public. Wird das hier halt ein Gebiet komplett mit diesen Wohnungen. Radio classical for the modern age. Unlike most modern music, classical has always been penned by someone sitting in front of a Theater, Schauspieler, ein Wesen, okay. Using only their imaginations as guides through a silent audio masterpiece. So. Now here we sit listening at full volume and our souls are transported. But let us not tarry. On to the next episode. And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores. So, bringing the latest in luxury to our neighborhood. So. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva mate, or so my wife tells me. That's good for This just in. Gut. Wie sieht es hier mit Wasser aus? Wasserhandel, Wasserverfügbarkeit, Abwasserbehandlung, Abwasserexport, okay. Und Strom? Oh, 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 oh. Ich brauche mal Strom. So. Setzen wir hier noch eins hin. Direkt an die Schnellstraße einfach. Dann... muss es an das Stromnetz angeschlossen werden. Aber bitte unterirdisch. Und davon kommt jetzt nichts mehr, oder was? Na doch. Ist schon mal nicht mal hier unten. Geht aber wieder weiter runter. Ah ja, egal, ich bin immer noch 7000 im Minus, im Plus meine ich. Na gut, bauen wir noch ein Kraftwerk. So. Wie sieht es jetzt beim Strom aus? Sehr schön.
Haben wir erst noch genug Strom? Gut. So. Nee. Nee, nee, nee. Mensch. Okay. Das sollte reichen fürs Bild der Folge. Megakreisverkehr und sowas nenne ich das. Wartet auf Krankenwagen. Habe ich schon Polizei? Ja, hier habe ich eine. Ein Sozialamt konnte ich basteln. Kann ich auch sein lassen. Egal. Würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.